Das arkane Licht strömt himmelswärts, es verblasst am Horizont in der Richtung, in der Vendriens Brunnen liegt. Du spürst, wie dir erneut der Boden unter den Füßen weggerissen wird und du wieder in die Wärme der Energie eintauchst, die dich umgibt. Dein Bewusstsein erstreckt sich über die Grenzen dieses Turms hinaus. Es zieht dich gleichzeitig in viele Richtungen. Die Lichtflut, die sich über den Himmel gespannt hat, erinnert dich an die Bande, die du gegenüber der Turmspitze von Vendriens Brunnen empfindest. Auch das ist ein Verbindungspunkt und du bist ein untrennbarer Teil davon. Du bist ebenso fest daran gebunden wie die Türme aneinander. Der Turm des Ozeans im Klingengrab fühlt sich verwittert und ramponiert an wie eine Flagge, die über ihre angedachte Lebensdauer hinaus im Hochwind geflattert ist. Dennoch fühlt sich die Verbindung zu Vendriens Brunnen stark an, geradezu überwältigend stark. Ich war während der Verwüstung des unbeugsamen Landes an der Front. Von oben gesehen fühlt sich das Reich weniger bedeutend an. Absolut brillant. Ich und alle anderen auf See nutzen diesen Turm als Orientierungspunkt für die Koppelnavigation. Diesen Turm habe ich tausendmal vom Wasser aus gesehen, aber ich habe mir nur in meinen Träumereien ausgemalt, dass ich einst in die andere Richtung schauen könnte. Und es ist so viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Zumindest bleibt uns hier oben der schlimmste Schmutz erspart. Kirk wirbelt reichlich Staub auf, wenn man das Klingengrab als Anhaltspunkt nimmt. Der Turm fühlt sich an wie ein Relais zwischen dir und Vendriens Brunnen, als würde er eine Übertragung von Energie in gewaltigem Ausmaß überbrücken. Du bist das erste Glied in einer Kette, die sich über die gesamte Weite des Reichs erstreckt. Als du damit ringst, dieses Gefühl zu begreifen, wirst du dir plötzlich unzähligen flüsternden Stimmen um dich herum gewahr. Genauer zuhören. Die flüsternden Stimmen selbst scheinen die Bande zwischen dir und deinen Türmen entlang zu reißen und dabei eine Hitze zu übertragen, die manchmal geradezu unerträglich ist. Sie sprechen von deinen Taten, von deinen Entscheidungen und vor allem, was dich an diesen Ort geführt hat. Dein Name und dein Banner sind bekannt, von deinen Taten wird in den gesamten Stufen und im ganzen Nordreich berichtet. Einen Augenblick lang siehst du die gesammelten Hoffnungen und Ängste, für die diese Stimmen stehen. Sie erscheinen wie ein Tautropfen, die sich auf einem Blatt niedergelassen und dann in ein gemeinsames Becken fließen. Blatt niederlassen. Dieses Bild wird durch deine Verbindung eingespeist. Es ist eine einfache Metapher, die das wahre Ausmaß nur vorsichtig andeutet. Diese Türme tragen Kräfte von unbekannter Herkunft in sich. Wenn du es schaffst, dir diese Kräfte zu eigen zu machen, so vermutest du, dann könntest du alles erreichen. Ich fühle mich seltsam. Durch das Freischalten dieses Turms scheint sich eine tief liegende Verbindung geöffnet zu haben. Ich weiß nicht, was das ist, aber es gefällt mir. Nehmen wir mal das Mittlere. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber neben dir zu stehen erwärmt meine verrosteten Platten. Ich fühle mich irgendwie leichter. Wenn mein Stab und ich nicht zusammen sind, schläft ein Teil seiner Magie, bis ich wieder in der Nähe bin. Das gleiche passiert mit dir und den Türmen. Haben sie dich adoptiert? Vermutlich. Sie mögen dich auf jeden Fall genug, um dich nicht aus dem Bett zu werfen. Du siehst irgendwie größer aus, als könntest du ein Dutzend Banden befehligen, ohne dass ein Neider dir einen Dolch in den Rücken rammt. So, wir haben den zweiten Brunnen. Und dort können wir jetzt ein Upgrade hinzufügen, das uns ein paar Bronzeringe kostet. Ich hätte gern die Schmiede. Mit dem Schmiede-Upgrade kannst du Waffen und Rüstungen verbessern und mächtige neue Gegenstände schmieden. Nachdem die Schmiede gebaut ist, erhältst du einen Bonus auf Rüstung, Parieren und Ausweichen, wenn du in einem beliebigen Turm rastest. Das ist sowas von cool. Das ist echt sowas von abgefahren cool. Bibliothek. Wenn du auf dem Turm eine Bibliothek baust, kannst du magisches Wissen, Edikte und Artefakte erforschen. Nachdem die Bibliothek gebaut ist, hältst du einen Bonus auf Wissen und deine Magie-Skills, wenn du an einem beliebigen Turm rastest. Lazarett zum Brauen und Übungsgelände. Ich fange mal mit der Schmiede an.
So, dann haben wir hier endlich mal eine Schmiede. Das sieht jetzt cool aus. Eine Nachricht von Thunon wegen der Türme. Mein lieber Brennoir, am Gericht wird über nichts anderes mehr gesprochen als den Ausbruch des Bürgerkriegs. Mein lieber Brennoir, das von Thunon? Okay, ich habe wirklich einen coolen Chef. Muss ich ehrlich zugeben. Der Typ macht einem Angst bis zum geht nicht mehr, so wie der drauf ist. Aber dann kommt doch mein lieber Brennoir. Am Gericht wird über nichts anderes mehr gesprochen als den Ausbruch des Bürgerkriegs. Vertreter des Chors und der Geschmähten liefern sich vor Thunon hitzige Wortgefechte. Ach so, das ist von Schicksalsbinder Rogalos, nicht von Thunon selber. Ups. Also, Wortgefechte. Die Bitcher vor Gericht streiten nur noch, wer wen vernichten wird und ob und wann Thunon seinen Richthammer niederkrachen lässt und den Kämpfern ein Ende setzt. Mich fasziniert jedoch die andere Geschichte, die aus Wendelins Brunn zu uns dringt. Vielmehr, Thunon entsendet dich auf eine Reise zum Brunnen, die ich für eine Reise ohne Wiederkehr hielt. Doch du überlebst nicht nur, du oberst auch noch den Turm des Berges und du hast Kyros Edikt gebrochen. Solche Geschehnisse lassen einen Bürgerkrieg im Vergleich nichtig erscheinen. So ist für jene unter uns, die aus all dem Rauschen die wahre Botschaft herauswittern können. Sag, wie war es, das Edikt zu brechen und wie konntest du die Kontrolle über den Turm an dich reißen? Das Erlebnis so gut wie möglich erklären. Mit Gegenfragen antworten, die Ereignisse herunterspielen. Das Erlebnis so gut wie möglich erklären. Werter Rogalos, Kyros Edikt besagte lediglich, dass ein Agent des Oberherrn die Himmelsfahrtshalle vor Kyros Tag der Schwerter beanspruchen muss. Das Einzige, was ich bewusst tat, war die Führung über die Schlacht um die Himmelsfahrtshalle zu übernehmen. Meine Beanspruchung des Turms geschah wenige Augenblicke, nachdem ich gespürt hatte, wie sich die Umklammerung des Edikts löste. Der Boden der Himmelfahrtshalle verschwand und gab den Blick auf ein leuchtendes Muster frei, das unter der Kammer verborgen lag. Nur Kyros weiß, wie lange es dort unter den Fliesen versteckt war. Was die Frage angeht, wie ich den Turm beanspruchen konnte, es ist vielleicht eine gemeinsame Verbindung. Auf dem Turm befindet sich ein altes Gebilde, ein Bauwerk mit zwei Vorsprüngen. Ich skizziere es auf der Rückseite dieses Pergaments. Dieses Gebilde sprach in Empfindung und Bildern zu mir, und es scheint in irgendeiner begrenzten Weise auf meine Anwesenheit zu reagieren. Besser kann ich nicht beschreiben, was geschehen ist. Es erscheint irgendetwas davon vertraut, oder weckt es Erinnerungen an alte Geschichten und Gerüchte? Brennoir. Jo, E-Mail-Verkehr, also abschicken. Finde ich ganz okay. Und damit habe ich mein erstes Endschreiben verschickt. Und ich kann jetzt hier auch Leute anwerben, bei dem ich Sachen lernen kann. Unterhaltskosten 2,50 alle 5 Tage. Oh, geht so. Edikte, die noch aktiv sind. Edikt der Stürme. Hier ist kein Edikt aktiv. Hier ist nur das Edikt des Feuers, Edikt des Steins. Gut. Ich habe gerade... Habe ich das abgeschlossen jetzt? Mitreißende Vision. Du hast den Turm des Ozeans im Klingengrab beansprucht. Und ich bin immer noch nicht im Letians Kreuzung gewesen, übrigens. Trotzdem ist das Ding schon abgeschlossen. Steine der Erleuchtung kann ich abgeben. Sitz der Macht. Oh, das ist neu zugekommen. Du hast deine eigene... Jo.
Vielleicht gibt es dort jemanden, der es weiß. Ja, da müsste ich erstmal zu Letians Kreuzung kommen, aber durch die eiserne, durch die bronzene Bruderschaft komme ich nicht so leicht durch. So, wir haben jetzt hier einen Schmiedemeister. Oh, da ist Landry. Das heißt, ich sag jetzt mal Landry ein. So, your latest acquisition has me thinking about the spires some more. By all accounts, they go as far back as the old walls. Over the centuries, the nobles of the Tears have claimed the spires, but they've only ever battled over the land at the ground level of the monuments. Deine letzte Akquisition hat mich noch ein bisschen mehr über die Türme nachdenken lassen. Dem Vernehmen nach sind sie so alt wie die Altmauern. Im Verlauf der Jahrhunderte haben die Adligen der Stufen die Türme beansprucht, aber dabei kämpften sie stets nur um das Land, auf denen diese Monumente stehen. I've never seen the glyphs of a spire light up in all my years. Not until you show up. If this were an isolated incident, I'd be confused. But it seems the spires, plural, are somehow connected to you. What's your secret? Ich habe in all meinen Jahren noch nie die Glyphen eines Turms aufleuchten sehen, bis schließlich du aufgetaucht bist. Wenn das nur ein einzelner isolierter Vorfall gewesen wäre, hätte mich das irritiert. Aber anscheinend sind die Türme, man bemerke den Plural, irgendwie mit dir verbunden. Was ist dein Geheimnis? Vielleicht haben Thunon oder einer der anderen der Archonen irgendwas mit mir angestellt. Ich habe zu Thunons Füßen studiert, Edikte verkündet und sie auch gebrochen. Sicherlich bin ich allerlei arkanen Kräften ausgesetzt gewesen. Für mich ist das auch eine Überraschung. Nehmen wir mal das Mittlere. Landry entfährt ein langes Seufzen, worauf er an der Spitze seiner Schreibfeder kaut. Er neigt den Kopf von einer Seite zur anderen und murmelt dabei Wortfragmente. Ich will immer wissen, was du gerade denkst. If I had the words for it, I'd share. I'm just not sure what to make of it. I'm realizing how much more there is to learn. Hätte ich Worte dafür, würde ich sie mit dir teilen. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es wird mir erst klar, wie viel es diesbezüglich noch zu lernen gibt. Gut, gehen wir erstmal, weil ich denke mal, andere Gruppenmitglieder. Alle auswählen? Ja. Ah, Lyra und Epp haben was zu sagen. Unsere Bande hat langsam eine richtige kleine Sammlung von Türmen, was? Ja, was stimmt, war nie daran interessiert, Festungen zu unterhalten, aber ich verstehe den Reiz. Warum mag die Stimme keine Festungen? Weil es keinen Sinn hat, still zu stehen. Die Stimme sorgt lieber dafür, dass seine Truppen beschäftigt und ohne Unterlass unterwegs sind. Gerastet wird nur zwischen der Abend- und der Morgendämmerung. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass marschierende Kämpfer sich erheben und ihre Vorgesetzten herausfordern. Zu unsicher. Aber sobald die Leute sich zusammensetzen und anfangen, über ihre Probleme zu reden, hat plötzlich jeder einen Grund, den nächsten Bandenchef zu töten. Na, was hältst du von den Türmen, Lyra? Sie sind groß, aber eins muss dir klar sein. Eine entschlossene Armee könnte einen von ihnen stürzen, wenn sie genügend Schaufeln und Picken hat. Du solltest nicht davon ausgehen, dass sie unbesiegbar sind. Tue ich auch nicht. Und um was sie sind, ich versuche keine solchen Fragen zu stellen. What do you need? Okay, wir sprechen später weiter. Gut, Epp. A second spire has awoken to your presence. This is fascinating and I admit enviable. If it turns out your connection to the spires invites death and woe, my jealousy might wane a bit. Wie sie auch in die Luft starrt. Ein zweiter Turm ist durch deine Gegenwart erwacht. Das ist faszinierend. Und wie ich zugeben muss, beneidenswert. Sollte sich herausstellen, dass deine Verbindung zu den Türmen aber Tod und Leid die Tür öffnet, könnte mein Neid ein bisschen nachlassen. I've been mulling over that structure we found atop Vendrian's well. Would you be opposed to me studying the sculpture in closer detail? Ich habe schon viel über dieses Gebilde nachgedacht, das wir über Vendrians Brunnen gefunden haben. Wärst du dagegen, wenn ich die Skulptur etwas genauer untersuche? I'd perhaps work a spell or two near the structure. Simple cantrips of grave light by which to read and inspect, but I will not poke or shove the thing in any way physical or mystical. Ich würde wohl ein Zauber oder zwei in der Nähe des Bauwerks wirken. Einfache Grabeslichtstricks zum Lesen und Inspizieren.
Grabeslicht ist der magische Begriff für das Licht des Mondes Teratusgrab. Insbesondere wenn dieses zu schändlichen Zwecken genutzt und manipuliert wird. Die Strahlen des Mondes können zwar für gewöhnlich nicht einmal einen Sonnenbrand auslösen, doch die Gezeitenwirker studieren schon lange Magie, die diese Strahlen zu mächtigen Waffen des gleißenden Untergangs konzentrieren kann. Ja, sehr nett. Du musst mich nicht um meine Erlaubnis bitten. Du kannst nur beobachten und Notizen machen. Nein, ich möchte nicht, dass du dich bei irgendwas einmischst. Natürlich, wenn du das für klug hältst, nehmen wir das erste. Next time we have a good moonlit night, I best settle in and see what sort of magic perturbations I can sense from the sculpture. Danke, wenn wir das nächste Mal Vollmond haben, sollte ich mich dran machen, zu prüfen, welche magischen Störungen von der Skulptur ausgehen. What is it you need?